Und jetzt. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Gekonnt präsentiert vom Alain Bes. Er ist Präsident vom Europäischen Museum für Jagdflugzeuge im südfranzösischen Montélimar. Verheiratet und hat 4 Kinder. Er ist ehemaliger Kampfpilot von der französischen Luftwaffe. Zeigt auf eindrückliche Art und Weise. Rocco ist mit einfachst möglichen Herstellungsmethoden gebaut worden. Darum hat es einen eckigen Kastenrumpf und eckige kurze Flügel. Werden wir den Bronco gesehen landen. Auch das ist sicher ganz eine ganz spezielle Demonstration von diesen Kurzlandeeigenschaften. Auf jeden Fall, der Alain Bes setzt das immer wieder absolut beeindruckend in Szene. Achten Sie sich auf das Geräusch, wenn er die Propellerverstellung nutzt, um auf kürzestmöglicher Strecke stehen zu bleiben. Thank you.